Willkommen, willkommen von der Panasonic Convention 2016, wo wir bei Panasonic natürlich sind mit den All-Geräten, also Wireless Connected Audio. Und hier habe ich mir ein ganz besonderes Gerät ausgesucht, was nicht einfach nur eure Bluetooth-Quellen abspielen kann, das seht ihr hier, oder über WLAN eure Radiosender, die ihr übers Internet empfangen, sondern vor allem auch CDs könnt ihr ja ganz einfach abspielen. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt neu, denn das hatte Panasonic schon mit anderen CD-All-Systemen letztes Jahr gezeigt, auch als Weltneuheit, was hier allerdings viel interessanter ist, dass ihr eure CD rippen könnt. Ihr habt nämlich 4 GB internen Speicher, heißt, ihr legt die CD ein, sagt, ob ihr es MP3 oder einer bisschen besseren Qualität rippen oder auf das Gerät abspeichern wollt. Und dann entsprechend hier könnt ihr dann später ganz einfach auswählen, komplett auch ohne App, wenn ihr keine App benutzen wollt, was ihr abspielen wollt, ohne dass ihr jedes Mal die CD austauschen müsst, was natürlich super ist, aber natürlich auch nicht dafür da ist, dass ihr eure komplette CD-Kollektion hier drauf speichert, denn 4 GB gibt natürlich nur limitierten Platz dafür. Auf der Rückseite könnt ihr aber sehen, die Anschlüsse sind für Strom, Netzwerk und hier entsprechend Radio, glaube ich, sollte das sein, noch vorhanden, aber auch guter Sound kommt hier raus, was ich jetzt nicht demonstrieren werde, weil hier es relativ laut ist, aber bis zu 40 Watt schafft hier der All 7 CD auf jeden Fall. Wenn euch das System nicht gefällt und ihr gar nicht unbedingt wollt, dass ihr intern das abspeichert, es gibt auch normale CD-Player, der All 5 CD, den könnt ihr euch auch anschauen, der ist auch gar nicht so schlecht. Und übrigens hier unten natürlich auch noch ein paar Anschlüsse und Dinge zum Bedienen, die dann auf jeden Fall nötig sind. Und ein Bildschirm ist, glaube ich, auch noch vorhanden, dafür muss ich den nur mal ganz kurz hier anmachen. Und dann steht es auch schon da, hier, hello, der All 7 CD ist auf jeden Fall ein ganz schicker, den Preis kann ich jetzt zwar nicht gerade nennen, aber einen Amazon-Link werde ich auf jeden Fall unten einfügen, falls es den in Deutschland bald geben wird. Bis zum nächsten Mal von der Panasonic Convention, mein Name ist Balschkal und bis zum nächsten Mal.